Leuchttürme. Naja, wir probieren jetzt einfach nochmal alles in eins. Dafür müssen wir halt nur die Kiste nicht stehen lassen. Ach komm, flieg. So, wir haben ein paar Sekunden verloren. Aber mit etwas Glück lässt sich das alles aufholen. Beziehungsweise macht das nichts. So, getroffen. Und dann noch schnell hier den Bogen. Was nur nicht passieren darf, ist, dass wir das Wasser berühren. Dann sind wir nämlich sofort weg. Links rum. Nein! Ja, jetzt machen wir mal eben die Leuchttürme einzeln, würde ich sagen. So, das sind die Kisten. Das sind die Bögen. Ach ja, die Bögen sollte ich vielleicht mitnehmen für die Zeit. Weil an sich lässt sich immer eine eindeutige oder eine fast eindeutige Richtung oder Strecke fest erkennen. Ah ja. Na, er ist schon wieder versaut. Hallo, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ja, so. Also, nochmal die hier eben mitgenommen. Die Kiste mitgenommen. Und den Bogen mitgenommen. So. Ey, da haben wir sogar alle Bögen geschafft. Wow. Ah, jetzt habe ich das schon wieder versaut. Aha, okay, hier ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und hier. Mist. Es muss doch möglich sein, diese blöden Leuchttürme. Da ist einer. Nehmen wir mal den umgekehrten Weg, würde ich sagen. So. Da ist der erste, der brennt. Dann ist der nächste hier unten. Nein! Da. Hier. Hier. Was? Aber wo ist denn der... Da! Jawohl. Also wir merken uns, hier könnten wir es eventuell schaffen. Hier waren wir gar nicht mal schlecht. Mit dem alles in eins. Aber uns reichen erstmal die 240 von hier. Dann versuchen wir das später nochmal. So, und als letztes machen wir den Dr. Shemp. Begegnung mit, ja, ich wusste, das ist der Endboss. Hörte sich auch nicht nach einer Welt an, wenn ich ehrlich bin. Wir fliegen nach Dr. Shemp. Hä? So, den habe ich auch nicht gespielt. Das heißt, ab jetzt begeben wir uns so langsam aber sicher in die Gefilde, die ich seit Jahrzehnten, kann man nicht sagen, aber schon seit sehr langer Zeit nicht mehr betreten habe. Und wie es auch beim ersten Endboss so war, habe ich auch hier irgendwie enorme Probleme mit den Leuten. Also mit denen hier. Ja, nur weil wir gegen die Leiche gelaufen sind. Und ich glaube, hier gibt es auch so gut wie nie Heilungsteile. Ja, so. Und weg. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ach je. Nehmen wir den noch mit. So.
Nee, hier gibt's nichts zum Heilen. Ja, so wie es doch aussieht, werden wir wohl oder übel ohne Libelle erstmal durch dieses Level kommen müssen. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich glaube, das war sogar ein etwas härterer Endboss. Da habe ich auch eine Weile mit gekämpft, glaube ich. Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Ich glaube aber, wir müssen uns auch vorsehen. Ich will da aber nicht hoch, Leute. Ich will hier lang. Ach, ich wusste es doch. Nein! Sparks! Okay, nochmal rum. Na, warte, Moment. Ich wusste doch, ich habe noch was gesehen. So, das müsste aber nur 200 Level sein, ne? Ein 300er, oh. Einmal bitte. Ach, so. Der macht da diese komischen Geräusche, aber da gehen wir jetzt erstmal noch nicht drauf ein. Wir müssen erstmal noch den Diamanten holen. Den Juwelen. So. Dann holen wir uns von hier den Schlüssel und die Diamanten. Ach, es ist so ätzend, wenn Sparks die Diamanten nicht holt. Muss ich mich immer genau auf die Diamanten rennen und das gefällt mir nicht. Ah ja, so genau, ich erinnere mich. Da gab es dann so Brücken. Nun ja, zuerst speichern wir das Spiel mal ab. Also das könnte jetzt schon was lustiger werden. Genau, man muss ihn auch immer treffen, wenn man seinen Rücken sieht. Und dann rennt er über so eine Brücke. Und zum nächsten Schauplatz. Oh, es geht einfacher, als ich es in Erinnerung habe. Gut, das mag daran liegen, dass ich damals kleiner war. Mist! So, jetzt mit 3 Leben müsste es einfacher sein. Nochmal gerettet. Ah, okay, nicht gerettet. Ah, je. Wir sind schon mal schlechter als eben. Wir haben ein Leben verloren. Hätten wir das eben gemacht, wären wir gar nicht so weit gekommen. Hä, wieso dreht er sich denn so viel? Nein! Ich bin so schlecht. Okay, es ist doch schwierig. So. Einfach ganz ruhig und gelassen bleiben und immer ein bisschen rennen oder kugeln. Können wir auch mal ausprobieren. Dann geht das schon. Ach so, okay. Wir müssen nur den richtigen Moment abwarten, dann nämlich, wenn er uns schlagen will. Weil dann dreht er uns den Hintern zu. Nein, Sparks, du musst doch sammeln, verdammt. Du musst alles selber machen, das ist ja unglaublich. So, wenigstens haben wir ihn kaputt gehabt. So. 1, 2. Und den Schlüssel haben wir ja auch. Sehr schön, ein 25er. Allerdings fehlt noch einiges.
das ist ungünstig. Haben wir hier oben was vergessen? Nee, ne? Hier nix. Kann's ja nur hier gewesen sein. Ach man. Moment. Ah. Okay. Aber da kommen wir doch von hier aus noch nicht dran. Kann ja nicht sein. Hä? Ihr habt gesehen, wo es geglitzert hat, ne? Da oben auf dieser Plattform. Mal sehen. Ich habe jetzt eine Idee, weil hier ist der höchste Punkt, aber... Nee, das bringt's nicht, da kommen wir nicht dran. Nee, von hier aus kommen wir überhaupt nicht darüber. Außer wieder da unten lang, also zurück. Das heißt, wir müssen von... Oh, ja. Okay. Wir müssen irgendwie von hier aus... eine so hohe Stelle erreichen, wie zum Beispiel die da ganz oben, dass wir darüber gleiten können. Ha, genau. Ich wusste es doch, dass da noch was war. So. Erledigt, das war's. Sehr gut. So, jetzt dürfen wir nur nicht mehr sterben. Und dann müssen wir eigentlich nur noch in den Nachhausewirbelstrom springen. Dann sind wir fertig. Vielleicht sollte ich jetzt nicht rennen. Zumindest nicht in den Kurven. Ich vertraue mir da doch zu wenig. Puh, dann haben wir aber auch die zweite Welt geschafft. Die Peacekeepers-Welt. So. Sehr schön. Wieder einige Lilane dabei. Pink, rosa, however... Dann einen kurzen Zwischenstand ansehen. Moment, so, da. Sieht sehr ähnlich aus, finde ich. Das ist doch nichts Schlechtes. So, dann werden wir jetzt da hinüberfahren zu dem Ballonfahrer. Gosnold. Eines Tages wirst du vielleicht ein echter Drache. Mal gucken. Komm an Bord und fliege mit mir in die Welt der Magic Crafters. Machen wir. Zack. Hoch in die Lüfte und in die Magic Crafters Welt. Oder Crafter, wie auch immer. Das werden wir noch hören, glaube ich, bei einem Drachen, der wird das sagen. Obwohl Peacekeepers Welt hat ja auch einer gesagt. Willkommen in der Peacekeepers Welt. Nein! Haha, Tastaturbelegung ist super. Ja, ich wollte die Taste nehmen. Denn ich wollte euch den da zeigen, aber da hätte ich auch eigentlich so machen können. Einmal umdrehen und da ist er schon, der nächste Ballonfahrer. So, ja, jetzt haben wir, was haben wir hier? So Wasserbecken, da dürfen wir am besten nicht rein. Und es fängt schon super an mit so einem kleinen blauen Vieh und hier so einem... Was ist denn das? Ja, es sind so magische Hexen oder irgendwas, so magische Viecher auf jeden Fall. Also Magic Crafters, ne, ist da ja Magie. So, ich sammle eben hier noch ein bisschen was ein. So. Ein bisschen aufräumen, dass das Ganze auch ordentlich aussieht. So, und dann rennen wir jetzt hier dem hier hinterher. Das war einfacher, als ich dachte. Ich glaube, er hat sich den falschen Zeitpunkt, wollte ich sagen, zum Starten ausgesucht. Mal gucken. Hier sind auch noch Diamanten. Hä? Moment mal. Ach, das ist so eine Stelle, wo er nur er langkommt. Das heißt, wir müssen ihn in einer Runde gekriegt haben. Na gut, so. Kosmos! Willkommen in der Magic Crafters Welt. Bitte befrei die Drachen. Finde unseren Schatz und nimm diesen elenden blauen Dieben die Dracheneier ab. Wird erledigt, mein Freund. So.
Spiel speichern und dann beende ich auch die Aufnahme für heute. Wir haben wieder eine ganze Welt gespielt. Ich denke, das wird fürs erste Mal ausreichen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal in der Welt der Magic Crafters.